15 Jahre als Bundestrainer sind natürlich eine lange Zeit im schnelllebigen Fußballgeschäft heutzutage natürlich geradezu eine Ewigkeit. Ich persönlich bin sehr, sehr dankbar natürlich auch für diese Zeit. Ich sehe mich 2024 nicht mehr und ich finde es einfach auch richtig, wenn man von Erneuerungen, von Energie spricht und von diesen Dingen, dann war es für mich jetzt der richtige Zeitpunkt, weil ich ganz ehrlich auch der Meinung bin, dass ein neuer Trainer, der kommt und diese Mannschaft übernehmen wird, dass der eben auch diese notwendige Zeit hat. Und manche sagen, oder habe ich schon gelesen, jetzt ist er vielleicht befreit, jetzt geht er anders in diese EM. Das stimmt nicht. Ich gehe in jedes Turnier mit dem absoluten Fokus und da bin ich in diesem Tunnel schon 3, 4 Monate vorher drin, mit aller Motivation, die es gibt, mit aller Konzentration, mit aller Vorfreude auch und mit aller Spannung für ein Turnier. Das mache ich genauso wie die letzten Turniere auch, weil wenn ich wirklich was auch ganz besonders liebe an dem Job, dann ist es ein Turnier, wo die besten Mannschaften sich messen, wo es K.O.-Spiele gibt, wo es wirklich dann um alles geht. Das ist für mich dann auch ein besonderer Wettkampf. Solche Spiele und Turniere habe ich immer irgendwie über alles geliebt. Und die Entscheidung ist auch jetzt erst gefallen. Einfach auch so ein bisschen Blick voraus. Wo will man denn in 3 oder 4 Jahren stehen? Was kommt auf uns zu? Wo sehe ich mich? Was habe ich erlebt? Und vielleicht möchte ich dann, habe ich mir gesagt, diese EM24 einfach mal aus einer anderen Perspektive sehen. 24 da im eigenen Land, das kann unheimlich viel bewirken für uns alle, für unsere Gesellschaft, für unser Land, für unsere Fans, für alle Menschen in unserem Land. Ich würde mir wünschen, dass man mir dann auch das, was ich sage oder was ich gesagt habe, dass man da das auch, wenn man mal, dass man mir dann auch zuhört. Ich habe weder die Tür auf noch zugemacht. Wir haben die Situation mit der Pandemie und man kann vielleicht überlegen, muss man ihn unterbrechen für ein Turnier, weil wir doch in der ganzen letzten Zeit, im letzten Jahr vielleicht einfach auch weniger Möglichkeiten hatten des Zusammenspiels und der Zusammenfindung. Und das sind Überlegungen, die macht man sich eigentlich immer. Und die mache ich mir natürlich jetzt sowieso vor dem Turnier. Nicht für den März, aber für das Turnier im Mai. Ab Anfang Mai beginnt dann unsere Entscheidungsfindung und dann wird man sehen. Jogi Löw leitet und läutet damit, also mit seiner Entscheidung, eine neue Ära ein. Und ich bin der Meinung, es ist zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin natürlich auch deshalb tief dankbar, weil Jogi, du uns die Zeit gegeben hast, einfach in aller Ruhe und aller Sorgfalt jetzt auch deine Nachfolge vorbereiten können. Gibt keine Denkverbote. Alles ist möglich und genau das, so müssen wir an die Sache rangehen, ohne diesen Zeitdruck. Es ist eine wichtige Entscheidung für den Verband, für Fußball Deutschland, für unsere Fans. Aber es ist keine dringende Entscheidung. Ich werde jetzt hier kein konkretes Datum nennen. Und wir haben auch klar beschlossen, dass wir natürlich nicht in bestehende Verträge eingreifen wollen. Wenn Gespräche stattfinden sollten, dann passiert das auch nur, wie das auch bei den Vereinen so ist, natürlich in Abstimmung mit dem jeweiligen Verein. Wir haben das Glück, dass wir in Deutschland gute Trainer haben. Wir haben gute deutsche Trainer auch im Ausland und wir haben gute Trainer im DFB. Man macht sich jetzt nicht darüber Gedanken, sieht der gut aus oder schlecht aus, ist der bequem oder unbequem oder sind die Umfragewerte gut oder schlecht. Man muss alleine daran denken, was kann uns den Erfolg bringen. Das, was Kandidaten sagen oder wie ich sie sehe, werde ich jetzt mal nichts zu sagen. Richtung ausländischer Trainer ist es so, dass man sich natürlich da auch umschauen kann. Ich sehe aber die Chancen da eher gering zu dem, was ich, sagen wir mal so, auf dem Markt sehe.